Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Video hier bei uns auf dem YouTube-Kanal und zur zweiten Folge von, wie nennen wir diese Serie eigentlich? Jetzt können wir eigentlich mal einen Namen für diese Serie finden, auch wenn die zweite Folge jetzt schon draußen ist. Einmal gegen alles. Einmal alles bitte. Einmal alles bitte. Okay. Weil jetzt spielt er gegen jede Armee. Ja. Oder also nicht du, du kennst das ja schon. Na, hier, den kennt er, den alten Typen hier. Ja. Und heute auch dabei den guten Florian zum ersten Mal. Und Kai natürlich auch wieder. Ja, wie gesagt, zweite Folge heute dieser wunderbaren Serie nach dem letzten Spiel gegen Jens, was ja sehr, sehr knapp ausgegangen ist. Starten wir heute auch mit Florian und seinem ersten 1000-Punkte-Spiel hier. Er bringt natürlich seine Imperial Fists mit. Ihr seht gleich, wie wunderschön bemalt die sind. Ja. Und ja, da Kai heute spontan mal Zeit hatte, wie ich das damals schon angekündigt habe, dass er wahrscheinlich auch immer mal dazukommen wird und mal seine Armeen mit ins Feld schmeißen wird. Ja, das ist heute der Fall und deswegen gibt es mal 1000 Punkte Necrons gegen die Imperial Fists heute. Und Missionen werden wir so wie beim letzten Mal machen, das werden wir auch gleich nochmal erklären. Und ja, dann gibt es 1000 Punkte, wunderschönes Spielchen und dann schauen wir mal. Ihr habt Bock? Auf jeden Fall. Und ja, habt ihr noch was? Ein paar letzte Worte, bevor es... Angstlevel. So kennen wir ihn. Ich habe keine letzten Worte. Ja. Aber du hast immer noch irgendwie Flecken auf deiner Lippe. Also ich wusste, dass das jetzt kommt. Weißt deine Frau, dass du irgendwo warst? Yolanda, bis jetzt hat es keiner mitbekommen. Das ist der Farbencheck, ja. Die Hartgeld... Egal. Ja. Okay, liebe Freunde, dann viel Spaß bei dem Battle Report und dann sehen wir uns gleich auf dem Board. Da ist die wunderschöne Imperial Fists Armee und Florian. Ja, auf geht's. Was soll ich sagen? 1000 Punkte Imperial Fists ist ein Battalion Detachment, das ganz normal Imperial Fists, wobei der, hier habe ich meinen Warlord. Ein Captain mit Mastercrafted Stalkerboard Rival, Power Sword, Storm of Fire ist halt wie gesagt der Warlord. Dann habe ich hier meinen meinen Lieutenant, der hat die Burning Blade. Mhm. Dann habe ich einen Befehlspunkt ausgegeben für den Ancient, der bekommt das Banner des auffallenden Imperators. Was macht ihr das nochmal? Das macht auf die 3 kommen die zurück. Ah, okay, das ist mies. Ja. Nochmal. Sehr gut. Holen. Dann habe ich hier 6 Aggressors mit auch WYSIWYG komplett mit Holdfäusten. Dann haben wir hier 2 Scout-Trupps mit Camo-Cloaks, Scharfschützengewehren, Sergeant und jeweils und dann noch Raketenwerfer. Mhm. Den Dreadnought mit Gatling, 2. Gatling, Power Fist. Rocket Pot und Heavy Bolters. Mhm. Und ansonsten eigentlich nur noch zweimal Trupp Intercessors. Auch alle mit Stalkerboard Rivalen. ja, Unterlaufgranatwerfer jeweils pro Trupp. Und der hat keine Power Fist, sondern er hat einen Power Sword, ein Kettenschwert. Das war es auch schon. Cool. Battalion Detachment, genau. Ja. 5 Command Points dazu. Warlord Trade, perfekt. Cool. Und dann könnt ihr euch mal hier die Jungs mal so ein bisschen angucken, wenn ich jetzt die Kamera scharf stellen würde. Wir müssen mal den Fokus verändern. Ah, hier haben wir es doch. Wenn wir mal so ein bisschen Showcase machen hier. Einmal von allem. Und die Scouts hat er übrigens auch sehr cool gemalt, weil er nämlich gesagt hat, er hat keine Lust, die Gesichter so zu bemalen. Und deswegen hat er da wunderschön Tarnschminke dran geklatscht. Und die sehen halt einfach so geil aus. Der ist natürlich auch. Und, also es sind alle gut, aber wir müssen immer irgendwie hier. Und darf, ja, das, ne, Leute, das sieht nicht schlecht aus, ne? Einmal ein bisschen Mühe gegeben. Ne? Einmal ein bisschen Mühe gegeben. Und er nimmt, das Freche ist halt auch, ne? Er nimmt keine Malaufträge an. Naja. Zu viel eigenen Stuff, ja. Ja. Ja, cool. Dann gucken wir uns mal die Blechkrieger an.
1000 Punkte Necrons. Ich habe dabei 3 Scarab Bases. Cryptic, den Fliegenden. Mein Warlord ist der Lord. Hat eine Kriegssense dabei, hat die Sphäre dabei. Warlord Trait ist Immortal Pride. Moralwert-Tests innerhalb von 6 Zoll automatisch bestehen. Und eine Psykraft kann ich theoretisch spannen. Den Ketan habe ich dabei, der hat Antimaterie-Meteor und fallende Sterne als Kräfte dabei. 3x10 Necron Warriors und ein 5er-Trupp Destroyer, ein Heavy da drin. Das war's schon. Herzlich willkommen auf dem Board. Die beiden haben jetzt schon mal aufgestellt. Und ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz, wie wir hier aufgestellt haben. Wir haben wie beim letzten Mal ganz gewöhnlich die Ars Bellica Missionszielmarker hier platziert. Da hinten ist das hefehaltige Kalbgetränk, dessen Marke wir nicht nennen dürfen. Und wir spielen heute mal auf den kompletten Kanten, trotz 1000 Punkten. Also das ist die Besonderheit. Ja, dann kommen wir, wie gesagt, die beiden bekommen jetzt pro gehaltenen Missionszielmarker am Ende ihres Zuges einen Siegpunkt. Darüber hinaus werden wir am Ende der Schlacht dann nochmal die Killpoints zählen. Und dann gibt es für jede 100 Punkte, die man dem Gegner abgeschossen hat, nochmal einen Siegpunkt. Ja, zur Aufstellung, Kai, da kannst du ja mal ganz kurz erzählen, hier von links nach rechts oder rechts nach links. Scarabs in 3 Zoll zum Missionsziel hier. Destroyer, inklusive Heavy. 10er Trupp Warriors, Ketan in der Mitte, 10er Trupp Warriors, fliegende Cryptic, Warlord hier hinten und nochmal ein 10er Trupp Warrior. Jawohl. Flo, bei dir. Ja, Intercessors am Missionszielmarker, Lieutenant, Captain. Mit Ordensmeister jetzt, ne? Ordensmeister, genau. Der Dreadnought, Ancient, Aggressors. Dann hätten wir drüben noch die Intercessors und 2 Scout-Trupps in der Ruine. Ja, hier schön in die Landschaft eingefügt. Versteckt. Sieht sehr gut aus mit den Camo-Clouds. Passen perfekt hier ins urbane Schlachtfeld. Ich habe die extra heute nochmal umgemalt. Ja, das dachten wir uns. Ja, sehr cool. Kai war zuerst fertig mit der Aufstellung, entsprechend kriegt er plus 1 und dann würden wir jetzt mal zum Roll-Off kommen. Jawohl. Na, los. Also, oha. Ich. Schade. Du kannst 1. auf die 6 versuchen, Initiative zu klauen. Genau. Das macht er natürlich Probier jetzt auch. Mal. Nix. Schon wieder eine 2. Ja, mit den Würfeln, Es war jetzt mal besser. Also. Okay, also ich kenne es so, wir haben ja off-camp schon mal so ein paar Spielchen gemacht mit dem Flo. Ja, die Würfel auf jeden Fall. Aber du hast du andere Würfel schon? Ich habe jetzt mal wieder, die hatte ich mir letztes Mal geholt und meine gelben Würfel damit hat sich echt Pech gebracht. Schade. Kann man so sagen, ne? Ja, dann kommen wir in die Runde 1 der Necrons. Jawohl. Die Bewegungsphase der Necrons ist vorbei und wir müssen noch ergänzen, dass Kai die Sautek-Dynastie spielt. Entsprechend kann er alle Waffenprofile als Assault Weapons nutzen und auch vorrücken, wenn er auch noch schießen, wenn er vorgerückt ist, mit minus 1 ganz normal. Exakt. Ja. Die sind stehen geblieben. Ganz normale Bewegungsreichweite des Steuer nach vorne. Die sind advanced mit sagen umwobenen 1 Zoll zusätzlich. Ganz normale Bewegung vom Ketan. Die sind normal nach vorne. Cryptic normal nach vorne. Die Warriors hier hinten normal nach vorne. Und der Lord, den man jetzt nicht mehr so gut sieht hier. Doch, der Stab guckt raus. Der Stab guckt raus. Der ist auf jeden Fall advanced, dass er da in Deckung ist. Wie bei dir immer mal. Stab guckt auch manchmal raus. Ja. Was soll ich machen? Der Ketan macht am Ende der Bewegungsphase seine Fähigkeit. Ja. Auf die vorderen Scouts. Okay. Auf die 2 Plus. Jawohl. Dann sind das, wenn ich eine 6 würfel, sind es W6 tödliche. Was? Ja. Also mit auf eine 5 plus sind es dann. Also 6 tödliche. Och nee. Alter. 6 tödliche. Das heißt, der Scout-Trupp ist schon mal weg. Ja. Ich würde sagen, dass es mir leid tut. Das hat sich ja gelohnt. Ich glaube es dir nicht. deswegen sage ich es nicht. Okay. Ein gepflegtes Verpiss dich, du Penner, hätte jetzt ausgereicht.
Das war jetzt eine glückliche Situation. Vor allem halt mit Ansage, ne? Ey, unglaublich, ne? Miese Nummer. Ja. Kai, guck nochmal nach. Aber, es ist so, auf die 5 plus ja, okay. Werden es statt W3 W6. Okay, ja gut, dann kommen wir in die Schussphase. Der Ketan, den Todesblick auf die verbliebenen, auf den verbliebenen Scout-Trupp. Gucken wir sie uns nochmal an. Ja. Ein letztes Mal. W6, okay. W6 Schuss. 5. Du hörst dich an wie ich sonst gegen Robert. Ja, aber das ist auch das ist schon gerade nicht schlecht, was du hier. Aber bei zwei Würfeln. 2, ne? 2 plus. Alter. Alle? Ja, was auch sonst, ne? 2 plus. Oh. Oh. Ja, immerhin. Hey. Dann habe ich ja nur 2 Retter. Oh, Rüster. Mit 6 plus. Ja, nein. 2 Tote. 2 Tote. Das also, geht also, aber. Es sind theoretisch W3 Schaden jeweils, aber du hast ja einen Lebensraum okay. Von Bypass. Naja, ich meine, fast rausgeholt, ja. Ne? Fast, ja. Die Warrior hier auf die restlichen Scouts. 5 in Schnellfeuer, 5 nicht. Also 15 Schuss. Mhm. Also treffen auf die 3. Ja. Verwunden jetzt auf die 4. 4, wieder schon 4, ja. Mhm, auf die 4. Oha. Sieht gut aus. Das naja, sind 4 Stück mit DS minus 1. Das heißt auf eine 3 plus. Mhm. Ah, fuck, 2 Tote. Okay. Immerhin. Ich reduziere den Sergeant. Okay, da gehen wir auf Rocket Launcher. Die Warrior auf den größeren Intercessor-Trupp. Mhm. Ein Würfel noch. Auf die 3. Mhm. Und auf die 4, einen darf ich wiederholen, weil der Lord in der Nähe ist. Eine 1, bringt nichts, aber es sind 5 Stück mit DS-1. Das heißt, also auf die 3. Genau, durch deinen Deckungsruf. Oh. 3 Stück, beziehungsweise einer komplett, einer hat noch einen. Ja. Eieiei. Genau, dann hat aber, Banner ist nicht in der Nähe. Okay, einer tot, einer verliert ein Leben. Ja, für alle, die jetzt das mit dem Banner nicht kennen, was da hinten drin steht, dann darf er ja, wenn ein Modell innerhalb von 6 Zoll, glaube ich, ne, ja. Umkippt, darf er dann Würfel werfen für dieses Modell und auf einer 4 plus normalerweise darf der nochmal schießen durch das Relikt, jetzt auf einer 3 plus, also schon eine nette Sache. Von dem Trupp hier werden 4 Warrior in den letzten verbliebenen Scout schießen und die restlichen 6 Warrior auf die Aggressoren. Natürlich nichts in Schnellfeuerreichweite. Ich fange mit dem Scout an. Sieht schlecht aus. Das sieht nicht so gut aus. Darfst du einen wiederholen wegen dem Lord? Nein, nur Verwundung. Aber der eine trifft, der ist minus 1. Okay, auf die 3. Vielleicht reicht's ja. No, safe. Okay. Dann die 6 Jungs auf die Aggressoren. Treffen besser. Mhm. Und. Auf die 5. Genau. 2 Stück, minus 1. Also ganz normaler Dreier. Ein Lebenspunkt weg. Die Destroyer. Da wird einer auf den immer noch stehenden Scout schießen. Und der komplette Rest inklusive Heavy geht in die Intercessors hier hinten am Missionsziel. Ich schieße erstmal die normalen Destroyer auf die Intercessors. Auf die 3 in 1 wiederholen. Weil das dürfen sie immer. Das dürfen sie immer. Hit Rolls okay. Von 1 immer. 2 nicht getroffen. Ups. Verwunden jetzt mit Stärke 6 auf jeden Fall auf die 3. Okay. 4 Stück. 4 Stück mit DS minus 3. 4 Stück DS minus 3. 3 kommen durch. Jawohl, das sind 3x W3 Schaden. Der erste. Oh. Jawohl, ist tot. Der zweite. Tot. Der dritte tot. Sarge bleibt. Ja. Sarge bleibt und. Heavy? Dann den Heavy Destroyer noch da rein. Natürlich. Ein Schuss?
Nee, 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 das, der hat diesen einen Schuss nur. Ach so. Und der trifft auf die drei. Einsen könnt ihr rebooten. Ach so, okay. Lohnt sich das? Ich glaube nicht, mache ich nicht. Okay. Dann der andere auf, die Scout, auf den Scout. Alle drei treffen. Verwunden auf die drei. Zwei Stück mit DS minus drei auf den. Fünfer. Das war's auch für ihn. Jawohl. Hältst du das jetzt noch oder willst du da einen? Ja, passt. Okay. Ja. Machen wir mit Erstschlag und so weiter? Gibt's nicht oder machen wir nicht. Nur mit das haben wir letztes Mal auch gemacht, also nur mit Missionsziele halten und ansonsten dann Killpoints zählen. Alles klar. So ein bisschen Aes Bellica-mäßig. Okay. Vereinfacht. Dann müssen wir Moralwerttests machen, nur bei denen gleich. Mhm. Sarge hat Moralwert 8, glaube ich. Genau, ne? 8. Ja, ist, dann ist es safe, drei. Genau. Ja, ja, safe. Drei gegangen. Mhm. Passt, ansonsten, du musst kein Moralwert machen, Kai. Fahrt so nicht, nee. Dann habe ich direkt drei Missionszielmarker in Reichweite. Genau, dann kriegst du einen Punkt, zwei Punkte. Jawohl. Und hier die Scarabs. Drei Punkte. Drei Punkte. Und dann steht es 3-0 am Ende von Zug 1 Necrons. Bewegungsphase der Imperial Fist ist vorbei. Flo. Die Jungs habe ich nicht bewegt. Yes. Die Aggressors sind nach vorne marschiert. Ganz normale Bewegung. Mein HQ-Trupp ist nach vorne gegangen. Der Dreadnought hat sich nicht bewegt. Und die Intercessors haben sich ebenfalls nicht bewegt. Ja, Hintergrund wegen dem Movement von den Aggressoren war halt einfach, dass Kai die blöden Warrior so gestellt hat, dass sie 1 Zoll draußen waren. Deswegen mussten wir... Ja... Mussten die bewegt werden. Tja. Ist wie es ist. Ja. Schussphase. So, die beiden Jungs schießen auf die. Was ist mal was nochmal? Destroyer? Genau. Okay. Mhm. Erstmal der Sergeant mit einem Schuss Stalkerboard Rival. Nein. Dann mit. Wir schießen mit dem. Mit der Crack-Granate. Luft. Stärke 6, bei einer 3 wahrscheinlich. Jawohl. Nix. Okay. Eieiei. Okay. Vielleicht haben die Freunde mehr Glück, die schießen auf den Trupp Boreas. Und zwar erstmal mit einer Frag-Granate. D6, 2 Schuss. Treffen auf die 3, treffen beide. Auf die 5 verwunden wegen Stärke 3. Auf die 5. Eine 1 und? Eine, die darf ich rerollen. Wegen den Lieutenant. Genau. 2 Stück. Zwei mhm. Stück. So, dann bitte. Da war kein DS dabei, kein ne? DS. Ein 4er Rüstung. Da gehen zwei. Sauber. Immerhin. So, und die restlichen Typen? 4 Stück mit Stalker. Einsen und Zweien wiederholen. Einsen und Zweien wiederholen, zum Glück. Da hat sich der Ordensmeister doch schon fast bewährt gemacht. Jawohl. Alles? Mhm. So. Stärke? Stärke 4. Und Einsen wiederholen wegen dem Lieutenant. Die 6 übrigens, ich habe Feuersturm. So, leider nur. Eine mit? Eine mit DS minus 3. Dann ist einer automatisch durch, weil die haben nur einen 4er Rüster. Mhm. Dann. Ja, doch. Top. Ancient und Captain schießen beide auf den Trupp ebenfalls. Erstmal der Ancient auf die 3. Nein, Einsen wiederholen. Auch nicht. Der Captain trifft jetzt nur noch auf eine 3, weil bewegt. Auch nicht. Wiederholen. Ja. Trifft. Stärke 4. Die 4? Nein. Der Dreadnought schießt alles, was er hat, in den Trupp. Wir starten mit der Icarus Rocket Pod. Also der muss weg. Das sind D3. 2 Stück. Ja, ist okay. Treffen auf die 3, nicht bewegt. Eine wiederholen. Das ist? Nein. Raus. Stärke 7 auf die 3. Verwundet. Ja, minus 1. Dann habe ich noch einen 5er. Nein. Einer tot. So, dann die Bolter, Sturmbolter. 2 Stück hat er davon. Trifft alles. Alle Stärke 4. Auf die 4. Und einen sind wiederholen wegen Lieutenant.
Leider nur die 1. Die sagt 2 bei dir. Einmal minus 0. Nein. Wieder einer weg. So, und jetzt kommt natürlich das High Potential, und zwar die beiden Gatlings, die wir zusammenschießen können, weil Reichweite passt und gleiches Profil. Treffer auf die 3. 1 und 2 wiederholen, da geht was. So, 8 und dann noch eine 2. Hast du nicht vorhin bei deinem Stormbolter auch 2 geworfen? Nee. Nur bei dem Bunden. Verbunden. Bei dem Bunden, ja. So, leider nicht viel besser. Egal. Die. Ah, da geht schon. Da geht schon was. Stärke 5 auf die 3. Die 3. Und eins wiederholen. So, brauche ich auch dringend. Da ist auf jeden Fall an sich. Sechsen machen DS nochmal extra minus 1. Wegen Feuersturm oder was? Genau. Ne? Das heißt, die mit minus 2. Genau, das heißt minus 2 auf die 6. Viermal mit minus 2 erstmal. Jawohl, dann habe ich schon nur noch 6er. Alle. 4 Stück schon mal durch. Einer steht nur noch, dann sag mir nochmal, was die anderen. Ansonsten sind es nochmal DS minus 1. Und zwar 5, 6, 7, 8 Stück. Okay. Obligatorisch werfe ich die 8, aber ich gehe davon aus, dass der Druck weg ist. Weg. Wipeout. Okay. Also wir sind gerade so ein bisschen Spekulationen, was so die Schussaufteilung der Aggressoren angeht, weil natürlich das Problem ist bei den Necrons, was ihr wahrscheinlich auch noch sehen werdet, dass wenn der Trupp nicht komplett ausgelöscht ist, es für Kai immer noch die Chance gibt, dass die Typen wiederkommen. Und durch den Lord, beziehungsweise Kryptek, kommen die dann auf eine 4 plus wieder. Das heißt, der würfelt für jedes Modell einzeln einen Würfel, auf eine 4 plus kommt das Modell wieder, wenn der Trupp nicht ausgelöscht ist. Das nervt natürlich, ne? Das nervt richtig. Ja, und deswegen wirst du wahrscheinlich ein Stratagem zünden jetzt noch, richtig, ne? Richtig, ich werde auf jeden Fall auf die Jungs Bolter Drill ausüben. Das heißt, ich darf alle 6 beim Trefferwurf, kann ich noch einen zusätzlichen Trefferwurf ablegen. Ja, und dann gucken wir mal, wie ihr jetzt aufteilt, und dann sehen wir gleich mal Würfel und dann geht's los mit den Jungs. Ja. So, also geht los. 2 meiner Aggressors schießen in den Trupp mit allem, was sie haben. Die anderen 4 in diesen Trupp. Ich würde sagen, ich fange jetzt erstmal mit dem Trupp, also 2 Stück. Ihre Granite Launcher, das sind 5 Stück. Ja, okay. Fangen wir erstmal mit den 5 Stück an. Wir können die aus diesem Grund jetzt nicht zusammen machen wegen dem Bolter Drill. Da hat Flo gut mitgedacht, weil die generieren ja keine zusätzlichen Attacken. Richtig, und zwar sind das 5 Stück. Auf, ich darf die 1 und 2 wiederholen. Na, der kippt. Der brennt da hinten. Ja. Ja, dann haben wir 4 Treffer mit den Granatwerfern. Und zwar auf die 4. 1 wiederholen. 1 wiederholen. 3 Stück. 4er. 3 Tote. 3 Tote. Drei dann Tote. Kommen die Jungs mit ihren Boltern. Das sind 12 Stück. Okay, dann hatten wir die Bolter von den beiden Jungs. 1 und 2 wiederholen. Das sind 2 Stück. 1 und 2 wiederholen. Passt gut. Die, dann habe ich hier eine 6. Das heißt, da darf ich auch nochmal einen wiederholen. Mhm. Gut. Dann haben wir eine 6 leider nur. Das ist echt scheiße. Leider ja, aber 12 Treffer immerhin. Ja, das ist nicht schlecht. Auf die 4. Einen wiederholen. Na, sorry. Eine Menge bitter Einsen. Bitter nötig. Eine Menge Einsen, eine Menge 4 und 5 schon. Sieht sehr gut aus bis jetzt. Oh, das sieht richtig gut aus. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Der hier nochmal extra DS-1. Erstmal DS-1, Kai. 5. Einmal wegen der 6. Safe. Und dann 7 mal richtig. Mit 4. 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl. Hat einer schlecht überlebt. Nee, 2. Ja. Oder? 2, genau. Hm. So, nochmal 4D6 für den Trupp. Oh, das 3, 5, 5 und 3. Alles klar. Okay. So, auf die 3 schießen die Grand Launcher. 1 und 2 wiederholen. Oh, das ist eine Menge. Das ist so stark.
Das ist gut. Das ist echt gut, dass du das gemacht hast. Da werden so viele, das sind diese Zweien, sind die nervigsten Würfel. Das ist auf jeden Fall seine Befehlspunkte wert, würde ich immer sagen. Zumindest bei mir. Okay, dann haben noch wir... Nochmal 4 dazu. Ja, Wunden auf die 4. Einsen wiederholen. Das lohnt sich wirklich. Brauchst du auch. Das muss man leider so sagen. Alter. Nicht schlecht. 9 Stück auf die 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Raus, ne? Ja. Okay, und jetzt kommen wir zum Interessanten. 24 Schuss auf die 3, 1 und 2 wiederholen. Mit 20 schon an. Oha, okay. Genau. So, dann haben wir 1 und 2 wiederholen. Ohne Scheiß, Flo, dieses Stratagem mit den drei Befehlspunkten, die du da ausgegeben hast am Anfang, mit 1 und 2 wiederholen, ist Gold wert. Oh ja, die wiederhole ich erstmal. Escape, ja. Ah, das ist natürlich nicht so gut gewesen, aber jetzt haben wir natürlich, erstmal hatte ich nochmal 4 Schuss für den Druck. In den Sechsen? Die habe ich noch nicht drin gehabt. Ach so, genau. So, und jetzt das heißt, hier auch nochmal die 1 wiederholen. So, das heißt die. Dann haben wir Sechsen für unseren Boulder Drill. 1, 2, 3. 3, okay. Jetzt haben wir natürlich schon Würfel. 20 Stück getroffen. Dann werfe ich nochmal... der ja auch, ne? Die alle drei, ne? Genau, ja. Das heißt, hier den Bolter Drill darf man auch wiederholen. So, also, dann haben wir 24 Treffer. Nicht schlecht. Kai? So, 20. Er muss ja verwunden. Ja. Aber wir sprechen hier von. Wir haben nur Treffer. Wir sprechen hier von 4 Warrior, ne? So, das ist. So, und zwar Einsen wiederholen. Okay, dann habe ich aber auch nochmal 4 Stück extra. Das waren die ich eben nicht gebraucht habe für den 24. Okay, das heißt, auf die 4. Die sind durch, die sind für Feuersturm. Dreimal minus 1 für die 6 beim Verbunden. Auf die 5. Einer safe. Und ja, dann haben wir noch 11 Mal. Ich mache mal 2. Joker. Das habe ich doch gedacht. Okay, der Trupp ist weg. Aber cool. Das sind noch meine Lieblingssachen, deshalb habe ich auch 6 Stück davon. Beziehungsweise 12. Nee. Die haben jetzt quasi das ganze Spiel ausgeglichen. Ja, die Aggressoren, liebe Freunde. Ihr hört es. Schussphase ist vorbei, der Imperial Fist. Nahkampf gibt es noch nicht. Rache ist geglückt. Flo hält 1, 2, 3 Punkte, entsprechend gibt es auch hier 3 Siegespunkte und es steht am 1, 2, 3, am Ende von Runde 1, 3 zu 3. Was wir noch dazu sagen müssen, ist, dass mein Moralwertist natürlich gelingt dadurch, dass ich 2 Command Points ausgebe. Ernsthaft? Ja, klar. Okay, und dann kommen wir in die Bewegungsphase, Zug 2 Necrons. Bevor es losgeht mit der Bewegung, wird erstmal reanimiert. 8 Mal. Auf die 5. 1, 2, 4 Stück. 4 Stück kommen wieder. Eieiei. Okay, dann stellt er die auf und dann wird bewegt. Exakt die Hälfte. Bewegung ist fertig. Die Typen sind natürlich wieder stehen geblieben, ja. Necrons aufs Missionsziel. Scarabs stehen geblieben, genau. Destroyer ganz normal ein Stück hier rüber. Die sehen nur die Aggressors. Der Katan ist nach vorne, todesmutig. Der Cryptic hält den Punkt. Und der Lord ist einfach stehen geblieben. Jetzt zeige ich ihn mal. Ja. Da, guck da, ein bisschen Fernsehen. Ja, das war schon. Am Ende der Bewegungsphase die Fähigkeit vom Katan. Ja. Auf die 2 plus. Jawohl. Reicht, gerade so. W3. 2. 2 Stück. Auf die Aggressoren. Ja, ja, ja. 2 Deadly. Einer hatte ja schon nur noch. Genau, das heißt, einer stirbt. Und einer hat dann noch einen. Jawohl. Zum Glück nicht wie eben. Das wäre es auch noch. Jetzt 6 tödliche da auf die Aggressoren. Eieiei. Okay, willst du gleich mit dem Beschuss von dem Ding weitermachen? Achso, warte mal. Ja. Banner. Ich habe einen Banner. Auf die 3 plus. 3 plus darf ich schießen. Ach, richtig, ja. Nein. Sehen wir nicht. Willst du aber, ja, mache ich das. Gebe ich ihm einen Befehlswiederholungswurf. Ich habe noch 2 Stück. Ja, das mache ich. Ich setze einen Punkt ein. Anderen Würfel. Richtig.
bringt Glück. Ja. Auf die 3. So, er darf schießen. Und dann gucken wir mal, wo er hinballert. Dann, er darf sich nochmal aufrichten und nochmal alles raushauen auf den Zitan. Hat 10 Schuss. Frackstorm, Granite Launcher waren 4 bei den D6. 1 und 2 wiederholen. Jawohl. Ja. Das sieht ganz gut aus. Das sieht wirklich ganz gut aus. Okay, dann haben wir 9 Treffer. Was hat denn der für eine Stärke? Widerstand. Ja, ja. 7. Auf die 5. Oha, auf die 5, ja. Aber 1 sind wiederholen. Oh. Gibt's und, nicht. 1, 2, 3, 4. DS minus 3 bei denen, bis minus 1 bei 3 Stück. Ja. Und einmal 0. Das ist so oder so egal. Er hat einen 4er Retter, sorry. Mhm. Okay. Das war ein teurer Tod. Er hat noch 5 Lebenswunde, ja. Wir gehen nur Selbstmord. Ja, dann los. W6 Schuss, Todesblick. Todesblick? Für wen? Auf die Aggressors. Oh. Die 5 habe ich jetzt schon 2. Da hofft man ja fast als Spieler von den Dingern, dass mal einer umkippt, dass er einfach mal schießen kann. Nein, so viel. Auf die 2. Auf die 2. Gottes Willen, was war denn das für ein Epileptikanfall jetzt? Das sind schon mal 4, ja lass mal so, 4 Stück. Minus? Die ist minus 4. Oh. Dann gibt's nichts mehr. Dann haben die nichts mehr. Dann sind das jeweils W3. Echt jeweils jetzt? W3? Mhm. 4 Stück? Ja. Mach einmal. Der erste ist autotot. Genau dann. Zur Seite. Mhm. Dann der zweite, tot. Tot. Dritte, tot. Der vierte, tot. Tot. 4 Stück. Jawohl. Ja, dann zähl mal, dann kannst du gleich mal fürs Banner werfen. Genau. Geht das immer? Ist ja. Das nicht nur einmal pro Schlag? Nein. Das ist für jedes Modell. Dann kannst du 4-mal auf die 3 würfeln. Das sind 3 Stück, werden schießen und wo die hinschießen, ist ja klar. Ich glaube, ich komme auch an nichts anderes ran. Oder? Ja, das ist. Da muss ich ja. Ne? Ja. Ich glaube, es so, 3 Stück schießen erstmal mit ihren, also erstmal D6. Zusätzliche Granaten. Ach genau. Du Alarm. Okay, wir 10 Würfel. So, da kommt jetzt einiges. Revenge für meine Aggressors. Oh Mann. 1 und 2 Würfel. 1 und 2. Wir pitteln mal raus. Die wiederholen wir. Hopp. Oh, dann kommen unsere bunten. Auf die 5, 1 wiederholen. Ja, der Feuersturm ist egal. 22 Verwundungen müssen jetzt gesaved werden. 2x11 werde ich werfen. Auf die 4. Und oh, tschüss. Sieht schlecht aus. Wie viele Command Points habe ich denn? Das gibt's doch nicht. Okay. Der Todesblick ist nach hinten losgegangen, ne? Ja. Naja, 4 Aggressors, ne? Ja, also, aber trotzdem, ne? Gab seine Punkte war auch wert. Ja, der hat die ganze Scout ausgewischt. Ja, das stimmt. Ja, da ist Last Man Standing, ne? 6 Schuss von den Warriors auf die verbliebenen 2 Intercessors, die da stehen. Auf die 3. Und auf die 4. 3 Stück mit minus 1. Mhm. 3 Stück mit minus 1. Oh. Ein Lebenspunkt. Einer geht. 2. Ja. 2. Ah ja. Mhm. Minus 1. Damit einer bleibt Sarge da. Mhm. 2 Destroyer gehen auf den verbliebenen Intercessor Sergeant hier hinten. Die anderen beiden hier, die gehen auf den Aggressor. Und der Heavy Destroyer geht auf den Dreadnought, den sieht er. Mhm. Auf den Intercessor Sergeant die ersten beiden. Einsen wiederholen. Einsen wiederholen. Jawohl. Verwunden definitiv auf die 3. Das sind alle mit DS-3. Ja, der kann. Was sind 5 Stück, ne? Mm, ja. Auf die 6. Und das war's für den Sarge. Platt. Okay. Bisschen Overkill, aber muss sein. Dann auf den Aggressor, die anderen beiden. Einsen wiederhole. Und auf die 3 auch. 4 Stück, auch mit DS-3. Ja. Oh, ja gut. Er steht nicht, er ist tot. Dann, Banner. Mhm.
auf die 3. Oh, jedes Mal. Jedes Mal. Er schießt auf den Trupp zurück. Erstmal D6 für nur 2. Die kann ich zusammen machen. Und noch einer, dann haben wir 8 Schuss. Auf die 3. Einsen und Zweien wiederholen. Die Hälfte, ja. Nicht so geil. Ja. Auf die 5, ne? Jo, eins wiederholen. Da hinten ist eine 6. Die drei machen DS minus 1 und ein normaler. Die mit DS minus 1 auf die 4. Einer durch. Und der Einzelne auf die 3 ist safe. Mhm. Haben wir nicht gesehen. Also, ja. Warte, noch 2. Okay, ist der Trupp halt weg. Der Heavy Destroyer noch auf den Dreadnought. Ich nehme einen Command Point. Ja, das würde ich auch machen. 4. Oh! Rerolls dürfen nicht rerollt werden, weil eins dürfte er rerollen. Fliegt er jetzt wenigstens in die Luft? Nein. So eine Scheiße. Ein Schuss oder was? Ah, nee. Gar nicht getroffen. Ah, cool. Gar nicht getroffen. Hast du überhaupt noch was zu schießen jetzt? Nein. Dann kommen wir zum Punktezählen. Tragischerweise war es das. Ich mache wieder 3 Siegpunkte für gehaltene Missionsziele. Mhm. Ja, dann 6-3. Am Ende von Runde Zug 2 Necrons. Und dann kommen wir jetzt in die Bewegungsphase der Imperial Fist. Bewegungsphase der Fist ist vorbei. Der Ancient ist mit 6 Zoll nach vorne advanced. Leider musste auch ein Command Point ausgegeben werden, weil sonst wäre er nicht drangekommen. Aber egal, Missionsziel ist wichtig. Dann hat sich Captain und Lieutenant so ein bisschen nach hinten verschoben. Lieutenant Richtung Missionsziel, um das trotzdem noch zu halten, weil der Trupp will jetzt ein bisschen nach vorne. Weil Field Control ist natürlich jetzt ziemlich wichtig. Dreadnought hat sich nur ausgerichtet, nicht ja, bewegt. Der Optik halber haben wir den Flo den ein bisschen gedreht, weil der will den Typen jetzt hier ans Leder. Genau. Ja, dann gucken wir mal, wohin geschossen wird. Okay. Der Trupp schießt auf den Kollegen da. Der graue Würfel ist der Granatwerfer. Einzelschuss oder was? Oder dieser D6? Das ist der. Achso, ja. Der hat wieder schon 4, ne? Ja. Dann machen wir D6. Kadenz ist wichtig jetzt. Yep. 4 Stück. Das ist okay. Das heißt, dann sind die grauen, die Granaten. Treffe auf eine 4 nur noch. Einsen und Zweien wiederholen. Dreien sind raus. Ja, das ist okay. Okay, Dreien raus. Die Granaten treffen auf, verwunden auf eine 5. Jawohl. Die anderen auf eine 4. Einen wiederholen, hast du aber doch, yep. Eine 1. Eine 1. 1, 2, 3 Stück. Genau, wobei. Erstmal, genau, Granate gibt keinen Abzug. Die 6 gibt natürlich nochmal minus 1 extra. Ne? Okay, also 2 normale und einmal minus 1. Minus, nee, minus 3. Minus 3? Minus 3 und minus 2. Mir Stalker. Ach, stimmt. 6er Safe zweimal. Einer ist durch. Und den minus 3 kriege ich nicht gesaved. Also sind 2 durch. Okay. So. Captain. Captain trifft auf eine 3 mit seiner Mastercrafted. Trifft nicht, aber er ist ein Captain und darf es natürlich auch für sich selbst wiederholen, zum Glück. Jawohl. Trifft. Wundet auf eine 4. Jo. Verwundet und minus 3. Genau. Automatisch. Und dann macht die D2, also macht 2 Schaden. Echt? Weil sie Mastercraft ist. Ja. Ja, 2 flat. Dann ist er platt. Yeah. So, jetzt noch mal kurz zur Erklärung, weil wir haben da jetzt ein bisschen was übersprungen. Die 2 hätte Flo ja beim Trefferwurf eben nicht wiederholen dürfen für den Captain. Weil Trefferwurf vor Modifikatoren. Wir haben uns jetzt aber darauf geeinigt, dass der Reroll durch einen Command Point stattgefunden hat. Entsprechend ist natürlich das auch möglich. Das heißt, er hat ganz normal regulär getroffen und er ist jetzt weg. Das ist jetzt wichtig zu beachten.
Dreadnought, ich starte mit der Icarus Rocket Pod. Also, nee, es geht alles auf die Destroyer, ne? Genau, das hatten wir vorhin, genau, glaube ich, schon gesagt. Oder richtig, auch nicht. Hatten wir. D3, trifft auf eine 3. Ja. Verwundet auf eine 3. Ja. Verwundet. Ja, das macht mal minus 1. Okay, dann einen 4er. Ist safe. Okay, dann kommen unsere Strombolter. Strombolter, genau. Zwei sind wiederholen durch den Captain. Alle? Alle. Stärke nur 4, also auf die 5. Einsen wiederholen. Nein, einer. Minus nichts, ne? Minus nichts. 3. Wobei minus 1 durch den Captain. Wäre immer noch safe. Passt. Okay. Und jetzt haben wir natürlich das Spaßigste, die Gatling. Die können wir wieder zusammenwürfeln. Auf die 3. Einsen, 2 wiederholen. Einsen und 2 wiederholen. So, Wunden auf die 4. Einsen wiederholen. Einsen natürlich wiederholen. Mit Stärke, was war das? Stärke 5. Ja, dann passt es ja. Oh, mhm. 6 machen zusätzlich minus 1. Das heißt, die hier, das sieht nicht so gut aus. Nee, das sieht nicht so gut aus. 6 Stück, 2 Stück minus 1, minus 2 oder was? Yep. 2 Stück mit minus 2, dann habe ich einen 5er. Nein. Dann ist Kollege hier schon mal platt. Und einer hat noch, wie viele Lebenspunkte hat einer? 3. Dann ist der weg und einer hat noch 2 Lebenspunkte. Hatte noch 2. Und dann haben wir noch 4 normale. Ach so, der war ja vorhin. Ja, ja. Ach so, sorry. Ja. 4er. 2-mal saved, das heißt, einer hat hier noch einen. 6. Am Ende der Schussphase, gecharged werden kann noch nicht, werden 2 Punkte wieder gemacht hier, zum Glück. Also es ist gut, dass der jetzt hier advanced ist. Und es steht 5-6 für die Necrons. Und wir kommen in Necrons Zug 3. Reanimierer, 4 Stück liegen immer noch. Mal gucken, ob sie jetzt auf die 5 wiederkommen. Kommt nein. Keiner bei den Warrior. Und jetzt? Einmal Destroyer. Ach so, stimmt. Oh, der kommt. Oh, die können das auch. Okay. Ist auch Infanterie, ja. Fliegende Infanterie. Das ist halt auch hart, deswegen versuche ich auch immer die Typen wegzukriegen. Also, das ist echt mies, ey. Ja. Und dann wird bewegt. Bewegungsphase der Necrons ist vorbei. Die Destroyer sind ganz normal nach vorne. Mhm. Die haben sich ein bisschen hoch positioniert, ganz normale Bewegung, dass die den Enchant noch anvisieren können, zumindest 5 von denen. Ja, hier so durchs Fenster durch, ja, ne? Scarabs sind wie üblich stehen geblieben. Ist klar. Den Lord benutze ich jetzt den Schleier der Finsternis, also das Relikt von ihm, und setze den einmal an einen sicheren... Warte mal, wir machen das anders. Ja. Wir stellen nochmal hin. Ja. Und... Da ist er. Komisch. Magie. Verrückt. Und jetzt? Schussphase. Okay. Die 5 Warrior, die den Ancient sehen, schießen natürlich auf den Bannerträger. Auf die 3. Oha. Schön. Bitter. Kann man so machen. Ja. Als Necron-Spieler braucht man keinen Captain. Auf die 4. 4 Stück. Minus 1. Minus 1, dann hat er noch 4 plus. Oha, alles safe. Kann man auch machen. Kann man auch machen. Passt. Mhm. Jetzt wird überlegt. 2 Destroyer gehen auf den Ancient Heavy und 2 andere Destroyer auf den Dreadnought. Warte mal, 2 Destroyer und Heavy auf den Dreadnought, meinst du? Genau. Ja. Und die anderen 2 Destroyer gehen auf den Ancient. Genau, so hat es eben off-cam gesagt. Ich habe es jetzt gerade andersrum verstanden. Aber vielleicht auch nicht. Meinte das Gleiche. Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Oder ich habe nur wieder komisches Zeug gehört. Würfel mal. Die erstmal auf den Dreadnought. Die 2 normalen Destroyer. Einsen dürfte ich wiederholen. Ich werfe natürlich eine 2. Mhm. Und Widerstand 7 hat er bestimmt, ne? Ja. Dann auf die 5.
3 Stück, minus 3. Minus 3, dann die 6. 3 Stück, ne? Den einen sehen wir nicht. Das ist eine 5. Okay. W3. Okay. Hat er, oh, W3. 3 W3 kann ich zusammenwürfeln, nehme ich an. 1, 2, 3. Dann hat er noch schmale 10 Leben. Echt jetzt? Okay, komm. Heavy. Der Heavy. Ob die 3 in 1 wiederholen? 1 wiederholen. Oh! Das kann doch nicht wahr sein. Also der Heavy hat noch nichts gerissen. Der macht gar nichts, der blöde Drecksack. Man muss auch mal Glück haben, ne? Ja, ja, genau. Das hört sich. So, die 2 auf die 2, das Steuer auf den Entchen. 1 wiederholen. Auf die 3 nehme ich an. 4 Stück. DS minus 3. Hat er einen Retter oder so? Minus 3 auf die 6, ne? Nix. Dann hat er noch. Wie viel machen die Schaden? D3. W3, ja. Dann wird es das gewesen sein. Nehmen wir es mal an. Das sind schon mal 3. Der ist tot. Das sind 2, dann ist er. Auf die 3 plus kann er nochmal schießen. Jo. Er darf schießen. Er wird natürlich. Rapid Fire. 2 Schuss auf einen von den Jungs. Angekratzt. Darf nicht wiederholen. Also ein Treffer. Auf die 5. Nee, das nicht. Tot. Weg ist er. Okay. War das schon wieder die Schussphase, ne? Jo. Das war auch dann mein Zug wieder. Bist du hier in 3? Nein. 2 Punkte. 3. 3, ah ja, 1, 2, 3, dann steht es 9 zu 5 und wir kommen in die Bewegungsphase der Imperial Fists. Und Bewegungsphase ist vorbei, alles ist stationär geblieben. Alles stationär, auf verlorenem Posten. Schussphase, meine Intercessors schießen auf die, ja, auf die Destroyer. Und zwar, der graue ist der Granatwerfer mit der Heavy-Granate, also Crack. Crack. So, cracken nicht. Also, ja gut, man kann das ja ganz gut übertragen eigentlich. Ja. So, 1 und 2 wiederholen zum Glück. Die Granate hat aber schon mal getroffen. Oha. Oha. Die 3 dann, die Granate mit Stärke... Mit Stärke 6. Mhm. Ja, Stärke 6 auf die 3 und die anderen auf die 5. 1 aber wiederholen. Oh oh. Oh, oh. Ein ja. Schaden. Normaler. Minus 2. 5 Uhr. Nein. Ist der eine platt. Captain schießt mit seiner Mastercraft Stalker. Trifft natürlich. Verwundet auf die 5. Jawohl. Auf die 6 und damit minus 1 zusätzlich, also minus 3. Dann 6er. Nee. 2 Schaden. Hat einer noch einen. Wo ist die 1? Wo ist die 1? Haben die 4? 3. Du hast 2 Schaden gemacht. Aber davor die. Achso, einer ist weg. Ah, okay. Ja, der ist weg. Ja, cool. Dann würde ich sagen, mein Dreadnought. Schießt alles auch da drauf, ne? Alles da drauf. Erstmal fangen wir an mit den Autoboltern. Was haben wir denn jetzt für eine Reichweite? Das passt nicht, ne? Das sind nicht so. Sind keine 12, denke ich. Nein, ich glaube auch nicht. Nee. Okay, 4 Schuss. Auf die 3. 1 wiederholen. Ja, 3 Stück. Auf drei die 5. Auf 5. Sind schon mal 2. Der viel? Ist nur minus 1. Ja. Ah ja, das ist auch eine 6. Minus 1. Also ein 4er. Ist safe. Und die anderen beiden normal, ne? Auf die 3, beide safe. Okay, Icarus, D3. 2. 2 Stück. Auf die 3. 2 wiederholen. Treffen beide, Stärke 7 auf die 3. Beide. Minus? Minus 1, der macht aber minus 2. Dann einmal auf die 5, nein. Schaden? Ich nehme die 3, ne?
Okay, dann aber gut, den anderen nochmal. Der eine ist automatisch platt und der ist safe. Okay, dann ist auf jeden Fall einer weg. Jawohl. Mhm. Und Gatling. Und die Gatling. Oha. Können wir hier zusammenwürfeln, da haben wir 18 Schuss. 18 Schuss Gatling auf die 3. 1 und 2 wiederholen. Nicht so stark nötig diesmal. Da ist noch eine 1. Oh, ja. Einer raus. Einer raus. Stärke 5 auf die 4 jetzt. Mhm. Mhm. Gucken wir mal. Ja. Ja. Und eins im Wiederholen wegen Lieutenant. Mhm. Brauchst du unbedingt. Achso, da waren auch nochmal Einsen. Ja, dann zählen wir mal die Verwundung. 6 mal auf die 5. Achso. Das ist, 2 safe, 4 durch. Dann ist schon mal ja, einer platt und einer hat noch 2 Leben. Die 4 normalen, beziehungsweise mit minus 1 auf die 4. Ist der schon mal platt und... Alter, und der Heavy hat auch nur noch 2. Hm. Gut. Okay. Ja, das war die Schussphase schon wieder, ne? Mhm. Mehr habe ich nicht. Dann gibt es da einen Punkt für dich. 6 zu 9. Und dann kommen wir hier gleich zu den Reanimationsprotokollen, würde ich sagen, Kai. 4 für die Warriors. Kommen 2. Und 4 für die Destroyer. 4 für die Destroyer. Kommt einer. Eieiei. Das ist echt bitter, ey. Mhm. Reanimationsprotokolle. Jo. Dann nervig wird vor allem, ey. Dann wird bewegt. Den zählen wir nicht hier unten. Bewegungsphase ist vorüber. Jo. Es ist alles stehen geblieben. Nur die Destroyer sind ans Missionsziel ran. Ja. Dann kommen wir direkt zur Schussphase. Und da gebe ich mal einen Command Point aus für ein Stratagem. Ausrottungsprotokolle. Das heißt, alle misslungenen Treffer und Verwundungswürfe für die beiden wiederholen. Mhm. Hätte ich schon viel früher mal machen können. und dann schießen wir direkt. Und zwar alles auf den Dreadnought. Mhm. Warum nicht? Erstmal der normale Destroyer. 2 wiederholen. Treffen. Mhm. Verwundet jetzt auf die 5. Mhm. Alles wiederholen. Fuck. 2 Stück mit DS-3. 6er. Mhm. Nix. 2 mal D3. 2 W3 Schaden sind 3. Ja. Und noch 7. Der Heavy Destroyer. Auf die 3. Trifft. Verwundet auf die 3. Verwundet. DS-4. Mach Schaden. Mhm. W6 Schaden. Oh, 6. 6, 6. Oha, einer noch. Ein Lebenspunkt hat der Gute noch. Dann trifft er jetzt nicht mehr wirklich gut. Mhm. Aber da, schade, hätte er auch weg sein können. Mhm. Mhm. Dann ist nichts mehr in Reichweite, ne? Nein, nichts mehr in Reichweite. 1, 2, 3 Punkte. 4. 4 Punkte, meine ich doch. Jetzt stimmt's, der kam ja dazu. Dann steht es jetzt 13 zu 5. Zu 6. Zu 6, sorry. Und... Ja, wir kommen hier in die Bewegungsphase. Ich bewege nichts, obwohl. Ist die Frage, ob ich den Lieutenant jetzt mal nach vorne bewege, ne? Ja, wir gucken mal. So. Bewegungsphase ist vorbei. Eine letzte Verzweiflungstat der Imperial Fists. Alle haben sich, beziehungsweise außer dem Dreadnought, nach vorne bewegt, auf die Destroyer zu. Ja, weil Marines gehen nach vorne. ja, Schussphase. Als erstes schießt der Lieutenant mit seiner Boltpistole auf einen Destroyer. Er trifft. Mhm. Verwundet auf die 5. Verwundet. Dann minus? Safe ohne irgendwas. Okay. 3er. Ist safe. Jawohl. Schießt erstmal mit den Boltern. Jetzt sind sie bald nah dran, ne? Ich glaube immer noch nicht, oder? Nee, leider nicht. Wiederum nur 4 Stück. Auf die 5 jetzt regulär. 2 Treffen, die beiden darf ich wiederholen. Nein, 2 Stück auf die 5.
Einer, der macht nochmal minus 1 macht er. Vierer. Ist safe. Mhm. Okay. Dann Icarus Rocket Pod D3. 3. 3 Stück. Schick. Auf die 5, nee, auf die 4, weil sie fliegen. Ja. Alle. Auf die 3. Auf die 3. Einen sind wiederholen. Einen wiederholen. Oh Gott. Der macht dieses minus 1 zusätzlich und zwar dann ist das der minus 2 und die minus 1. Okay. Einmal auf die 5. Nein. Schaden? Nur 1. Okay, dann hat er noch einen. Und ist doch nicht W3. Zweimal. Nee. Zweimal 4, ne? Okay. Der ist weg. Okay, ist dann weg. Haben wir uns einmal vertan, aber okay. Jetzt kommt nur noch die Gatling. Okay. Sollte vielleicht. Nur noch. Könnte klappen, gerade so. Auch die 5. Da haben wir. Die sind schon mal getroffen. Ich darf alles wiederholen. Gute Ordensmeisterregel. Nochmal. Okay, Wunden auf die 4. Das ist hart. Einsen wiederholen, ja. Was für ein Wurf. Oh, komm schon. Zweimal minus 2. Zweimal minus 2. Die restlichen regulieren. 5er? Nein, hat er nur noch einen. Das sind noch 7 Stück. 7 Stück. Dein Ernst? Schon. Ciao. Das war's. Destroyer Wipeout. Das ist gut, das ist wichtig. Ja. Dann dürfen alle anderen, die haben sich ja bewegt, kriegen minus 1, aber gehen natürlich auf die Trupps da noch. Ja. Den Trupp. Viel mehr. Okay, dann würde ich sagen, haben wir einmal 5 Intercessors. 5 Stück schießen mit ihrem Stalker auf die 4. Dürfen die Einsen trotzdem wiederholen? Oh, fuck, dürfen alles wiederholen. Zum Glück. Die 3 hätten nicht wiederholt werden dürfen. Also, ach so, ja. Aber machen wir nochmal. Wie viel waren es denn? Das waren 2 Stück, die ich gesehen habe. Aber 2, 3, dann würde ich sagen, wiederhole ich einmal 3 Stück. 2 Treffen. Mhm. Auf die 4. Ja. Einer. Nein. Tot. Dann, der Granatwerfer schießt jetzt mit Crack. Moment. D6? D6 Granaten. Also, okay. 6 Stück. 6 Stück. Ist der eigentlich heavy? Der ist genauso das gleiche Profil wie deine normalen Waffen, also auf die 4 jetzt. Okay. Einsen wiederholen. Top. Einsen wiederholen. Dann hätten wir 5 Stück, das sind auf die 5. Genau. Und hier auch einsen wiederholen, machen, wenn wir das hätten. Und 2 davon machen minus 1. Also einmal minus 0, einmal minus 1. Okay, dann 2 Fünfer. Einer safe, einer ist schon mal tot und ein normaler noch. 4er. Nein, 2 Tote. Dann haben wir nur noch meinen Captain. Auf die 3. Jo. Trifft. Mhm. Auf die 4. Jo. Verwundet. Minus. Minus 1? Minus 2, glaube ich. Oder minus 2 Stalker. Minus 2, ja. Dann 6er. Noch einer weg. Sind es noch 4? Mhm. Ja, damit war das die Runde, ne? Mhm. Ich habe 4 verloren, Moralwert ist safe. Mhm. 1, 2, 3 Punkte. Nee, für mich nicht, weil es war ja seine Runde. Achso, halt, das ist deine Runde, Flo. Ja, ich bin aber kein. Am Dauerfilmen dauernd. Ich halte nichts. Okay, 0 Punkte. Und dann Necrons. Bewegungsphase. Reanimierer. Reanimierer, genau. Die haben wir ja auch noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2 kommen wieder. Das ist schön an den Necrons. Ja, aber er löscht nach und nach mehr aus wie da. Ja. Ja, das wäre ja noch schöner. Das stimmt, ja. Bewegungsphase. Ja, wir sind das jetzt mal ganz kurz durchgegangen. Man könnte die eine Runde natürlich jetzt auch noch ausspielen, aber nach Punkten ist das Ding jetzt schon klar. Mhm. Flo hat jetzt keine Chance, da großartig irgendwie noch was wegzuballern. Ja, es würde einfach am Ausgang des Spiels überhaupt nichts hindern, weil er spätestens an diese zwei Punkte auf jeden Fall niemals drankommt jetzt in der einen Runde. Das beziehungsweise mir die Einheiten nicht mehr wegschießen kann. Genau. Zu weit weg. Ja. Ja, er kriegt sie halt nicht alle ins Visier und dadurch würden die Necrons nach Punkten automatisch gewinnen. In diesem Fall. Kommen wir in ein kurzes Postgame. Postgame. Wir sind schon mittendrin. Ja, ich geht schon dauernd hier. Hat mir Spaß gemacht, zu gucken und zu filmen. War sehr schön. Freut mich das auch tatsächlich. Ja, freut mich auch, dass wir die erste Folge jetzt zusammen gemacht haben. Dein erstes Spiel auf der Kamera. Freut mich, dass Kai jetzt auch so mal einspringen konnte. Fand ich echt cool. Und ja, dann würden wir einfach mal kurz auf die Listen eingehen mal zu den Imperial Fist. Ich würde jetzt einfach mal anfangen. Ich spiele die Marines ja auch schon eine Weile und ich musste jetzt einfach in der Vergangenheit immer feststellen, dass die Power hinten raus einfach fehlt. Das hat sich jetzt speziell bemerkbar gemacht. Du hast eine Ballerbock, die kostet 4 Punkte. Du hast nur 2-3 Schlüsseleinheiten, in deinem Fall 2, die dafür sorgen, dass du Field Control haben kannst. Vielleicht noch die Intercessors dazu. Mhm. Aber wenn die weg sind, diese Schlüsseleinheiten, dann hängst du in deiner Bubble rum und hast kein Field Control mehr. Er kriegt dich schlecht weg da in der Bubble, aber du hängst da rum und machst keine Punkte mehr. Ja. Das ist halt, ja. Marines. Ja. Es hätte sein können, dass durch einen anderen Einsatz der Scouts, dass du da vielleicht ein bisschen Missionsziel nochmal anders hättest halten können. Ja. Es war aber natürlich super tragisch, dass die Scouts auch tragisch, mehr oder weniger dass die Scouts wirklich in der ersten bzw. zweiten Runde komplett ausgelöscht waren durch, die hätten noch ein bisschen stören sollen und können. Ja, aber andererseits die nochmal anders einsetzen, gut, ohne Deckung, irgendwo im Freien stehende Scouts wären nochmal schneller weg gewesen. Du hättest sie alternativ halt, auch wenn sie nicht hätten wirken können, an den einen Punkt ganz links oder rechts, wo die Marines waren. Da hättest du sie vielleicht auch hinstellen können, irgendwo in Deckung. Mhm. Weil wenig Punkte, ja, aber es ist halt, ich kenne die Entscheidung ja auch, dann hängst du, da hast du so Waffen zur Verfügung, dann willst du die auch anbringen, ne? Du rechnest aber auch nicht damit, dass die ganzen Scouts direkt weg sind. In der ersten Runde. Das ist schön, dass das mal gesagt ist. Ja, weil ganz ehrlich, das war ja auch ein glücklicher Wurf von mir. Zweimal sogar. Die Scouts hatten schon die Aufgabe eigentlich von überall, also beziehungsweise von diesem zentralen Punkt eigentlich auf alle schießen zu können, inklusive Charaktermodelle. Das wäre schon ganz geil gewesen mit 8 Schuss, wenn sie denn jemals zum Zug gekommen wären. Ja, aber das Problem ist halt, man muss halt, ich denke auch, dass das speziell jetzt bei 1000 Punkte jetzt eine Relevanz hatte bei dir, weil du musst natürlich sehen, wie verteile ich die paar Einheiten, die ich da habe, um auch noch Missionsziele zu halten. Ne? Ja. Ich glaube, das wird sich so ein bisschen relativieren, wenn wir dann mal ein größeres Spiel machen, wo du dann sagen kannst, du hast die Ballerbock da stehen, aber hast trotzdem noch ein paar Einheiten, um nach vorne zu gehen und vielleicht nochmal einen Punkt zu erobern, einen Punkt mal safe zu halten und so. Ja, ich denke, wenn wir jetzt höher gehen mit den Punkten, und das war jetzt mit 1000 Punkten, das reicht jetzt auch, wir werden jetzt auf jeden Fall weiter hochgehen, dann gucken wir mal, was da noch so kommt. Gut, dass du es auch nochmal sagst, weil wir haben ja mit großem Feld gespielt und das bei 1000 Punkten. Stimmt, das ist ja auch. Und dadurch hast du natürlich das Problem, dass du nicht an jeden Punkt so gut rankommst, weil dir Einheitengrößen fehlen, beziehungsweise Einheiten im Allgemeinen an der Anzahl. Und das wird ganz anders werden, wenn du 1500, 1750 oder so spielst. Noch dazu bei Armeen wie Marines und auch Necrons, ne, die einfach relativ punktstark sind, da hast du natürlich nicht so die krassen Möglichkeiten, dass du halt mega variieren kannst. Ja. Ist einfach so, ne? Ja, leider ja. Das stimmt schon. Ja. Aber ansonsten, ich muss echt sagen, ich habe diese, also wie gesagt, mit den Marines, klar, aber diese Kombination Banner und dann auch Captain mit Ordensmeister, klar, das Ding kostet 3 Command Points, ist schon eine Nummer. Ne? Ist es aber definitiv wert, würde ich sagen. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal verwendet und fand es immer wieder extrem geil. Also gerade in Kombination mit den Grassos.
Ja, und das Banner ist sowieso der absolute Hit. Ich meine, die beste Relikvie überhaupt, würde ich fast sagen, weil ich meine, jeder Verlust von mir ist eine extreme Rache bei ihm. Ja, das tut richtig weh. Da will man eigentlich, wenn man nicht weiter als 18 Zoll weg ist, hat man eigentlich gar keinen richtigen Bock mehr auf die Aggressors zu schießen. Hat er ja gemerkt, der Kitan. Ich kann wahrheitsgetreu behaupten, dass ich heute Nacht davon träumen werde. Ja. Also, ja, ist so. Das ist hart. Das ist hart. Schöne Kombi, ne? Ja, wenn dir das Modell genommen wird, so ein Aggressor tut das ja weh. Aber dann kriegst du halt immer nochmal die Genugtuung, einfach auf einer 3 nochmal schön zurückzuballern. Aber als Gegner tut es noch halb so weh, ne? Als Gegner tut der Aggressor aber, wenn er da steht, schon weh. Und wenn er fällt und nochmal schießt, als ob er steht, dann tut er dir gleich zweimal weh. Also ich denke, das war auf jeden Fall seine Punkte wert, was du da hingestellt hast. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde die Liste auch echt cool. So, ich meine, ihr werdet es ja auch sehen, wie die Liste jetzt weitergeht. Flo hat natürlich auch schon ein bisschen was so in der Hinterhand noch. Ein bisschen was ist gut. Komm, noch ein bisschen was. Ja. Also da geht auf jeden Fall nach oben hin einiges. Ja. Und ich finde die Überlegungen auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und da geht einiges, denke ich, noch. Ja. Auch gerade, wenn wir ein bisschen höher gehen, ab 1500 Punkten wird es richtig interessant, wo du dann, weil du hast natürlich auch irgendwie... Klar, keine jetzt reine Elite-Armee, aber das ist halt auch schon sehr punkteintensiv, weil du halt Primaris spielst. Ne? Richtig, ja. Und ihr werdet halt keine normalen Marines sehen. Also er ist rein Primaris. Wenn man mal von den Scouts absieht. Ja, okay, aber die gehören ja irgendwie dazu. Ja, die wollen ja mal noch was mehr. Die werden also nochmal. Vielleicht nochmal Primaris. Ne? Mal gucken. Wenn sie länger überleben, wie eben. Ja, das war... Ja, aus denen wird kein Primaris mehr, aber naja. Nee. Ist halt so, ne? Stimmt. Da muss ein apothekarisch schon ganz schön viel sammeln. Ja. Aber sie sahen gut aus. Sie haben eine gute Figur gemacht. Ja. Kurz. Ja. Ja, und was sagst du so zu den Necrons jetzt? Weil da müssen wir ja auch mal ein bisschen drauf eingehen. Jetzt dein erster Gegner, Necrons so. Ja, also ich muss sagen, die Reanimationsprotokolle, absolut miese Nummer. Ich werde auf jeden Fall darauf achten, beim nächsten Necron-Gegner ganzheitlich Trupps auszulöschen oder es zu versuchen. Die Destroyer waren natürlich auch eine absolut miese Nummer. Also ganz ehrlich, die sind schon hart. Ne? Und dass die dann auch nochmal die Dinger haben, ne? Ist halt auch eine fiese Nummer. Der Citan hat mich jetzt mal von seiner Wirkung nicht so überzeugt, aber ich habe das Ding auch noch nicht im Nahkampf erlebt. Oh. Ich glaube, das wäre auch nochmal etwas hart gewesen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, 1000 Punkte. Da habe ich jetzt auch noch nicht alles gesehen. Ne? Also ich glaube, die Necrons können ja auch noch, wenn ich so an die Barken denke und so, haben die natürlich noch mal ein bisschen auch was in der Rückhand. Ja, aber ich fand die Runde auch relativ ausgeglichen. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Ja, so von der Power, die jetzt noch draufsteht und so, also da ist jetzt, würde ich jetzt sagen, dass du jetzt so leicht dominierend bist, so was die Schusspower jetzt noch angeht. Ja. Ja. Genau. Punktemäßig natürlich nicht, aber gut. Aber von der Theorie, wenn man es jetzt ganz weit spinnt, hättest du natürlich eine gute Chance, das Ganze noch wegzutabeln. Mhm. Ja. Genau. Von daher passt das. Also. Also das ist ja ein Sieg, mit dem man dann klarkommt. Das sind ja auch die Sachen, die man dann immer noch mal variieren kann, anpassen kann und... tatsächlich, ich habe das erste Mal die Stalker Bolt Rivals reingenommen, um sie mal zu testen und ich bin nicht so überzeugt. Also da gefallen mir sowohl die Bolt Rivals als auch die Assault irgendwie schon besser. Und die Bolt Rivals kosten natürlich das gleiche wie die Stalker, die Assaults sind ein bisschen teurer. Werde ich wohl beim nächsten Mal wieder mitnehmen. Aber du kannst dich mal bewegen. Du hast diese dumme Überlegung auch einfach nicht. Bewege ich mich jetzt, nehme das -1 in Kauf oder nicht? Du rennst einfach. Ja, genau. Ja, und das ist halt schon... Ist halt schon geil. Ja. Ja, ihr könnt das ja nochmal nachholen bei irgendeinem größeren Spiel. Ich denke, wir werden dann auch irgendwo bei 1750, 2000 Punkte auch erstmal eine Weile Stopp machen, weil da kommen ja dann einige Armeen, die ihr potenziell dann als Gegner haben könnt und da wird es dann auch erst interessant. Ne? Also da können wir dann kann Kai nochmal mit Necrons Elder Thousand Suns kommen. Da kann ich dann auch erstmal anfangen mit den Imperial Knights und mit den großen Sachen und so. Da wird es dann auch interessant und da werden wir, das heißt, ich denke, da werden wir einige 2000 Punkte Spiele machen, bevor wir dann tatsächlich in dieses ganz große Spielen. Da will ich auch, würde ich mich übrigens sehr freuen. Wir haben ein großes Spiel geplant, wo Flo zusammen mit Jens,
Die Kombination Tyranniden und Marines geht normalerweise nicht, aber in der Serie geht das jetzt auf jeden Fall. Jean-Stealer Marines. Ja, es sind gezähmte Tyranniden, ne? Aus Tierchen. Aus Tierchen, ja. Also ihr stellt sich jetzt schon über die Tyranniden. Stimmt. Jens. Ja, also Tyranniden über Marines geht ja nicht. Ne? Nee. Also, wie soll das funktionieren? Obwohl ich Tyranniden spiele, aber wenn man einmal Marines gespielt hat, das geht nicht anders. Ja. Auf jeden Fall wollen wir dann 5.000 Punkte Spiel machen, die beiden dann gegen uns. Das heißt, da könnten wir sogar was Chaotisches spielen zusammen. Ja, hätten wir da. Ne? Ja, und dann die beiden Primarchenbrüder vielleicht mal rausholen oder so. Das klingt auch nicht schlecht. Ja? Mhm. Sowas, also das ist in weiter Ferne. Aber wir werden uns erstmal so bei 2.000 Punkte irgendwo einpendeln und dann schauen wir mal, dann werden wir ein bisschen Spielchen machen. Aber wir gehen jetzt langsam hoch und es war sehr schön. Ja. Hat dir noch irgendwas? Definitiv. Mir hat es viel Spaß gemacht. Du warst ein toller Gegner. Ebenso. Gerne wieder. Gerne wieder. Sehr gerne. Ja. Ja. Hätten wir das auch mal geschafft. Ja. Und wir machen weiter. Und sehr gerne. Hoffen natürlich, dass ihr auch Spaß hattet daran. Und wir sehen uns dann beim nächsten Battle Report oder beim nächsten Video hier auf dem YouTube-Kanal. Macht's gut. Ciao.